Hallo ihr Lieben, wie verwandeln wir dieses blasse, farblose, nichtssagende Gesicht in ein 1920er Flappe-Girl in Schwarz? Oh, wir werden sehen, ne? Ihr kennt meine Videos, wo ich versuche, mich total zu verwandeln und oft scheitere ich oder sie sind zumindest sehr unterhaltsamer Natur. Und genau so wird das heute wahrscheinlich auch enden, obwohl ich mir ganz viel Mühe geben werde. Ich hoffe, ihr habt Bock mitzukommen, auf diese Reise zu gehen, zurück in die 20er Jahre, also 100 Jahre zurück. Und wir wollen mal sehen, was wir rausholen können. Holt euch lieber was zu trinken und lehnt euch zurück und habt es fein. Lasst euch gut unterhalten und seht mich scheitern. Bis später. Von meinem letzten Video, wo ich die verschiedenen Lippenprodukte ausprobiert habe, habe ich übrigens noch ein Andenken über. Einen Tag später hat sich da was gezeigt und hat mir bewiesen, dass irgendwas dabei war, was meine Haut nicht so toll fand. Wahrscheinlich handelte es sich um das Abschminkprodukt. Ich würde sagen, wir fangen als erstes mit den Augenbrauen an, weil da struggle ich immer am meisten. Und meistens können wir da schon sehen, dass ich elendig scheitern werde. Ich nehme euch auf die Schminksequenzen immer im Schnelldurchlauf mit, weil sonst dauert dieses Video Ewigkeiten und drückt mir die Daumen. Normalerweise hätte es diesen Aufriss um diese dunklen Augenbrauen gar nicht geben müssen, weil meine Perücke nämlich so einen langen Pulli hat, sogar länger als der, den ich in Natur trage. Aber der Vollständigkeit halber wollte ich das halt machen und sieht schon mal recht merkwürdig aus, finde ich. Ich benutze jetzt für mein Augen-Make-up, ich zeige euch das mal vorher, zwei Paletten. Huch. Zwar diese hier, das ist einmal diese Chocolate von Rival de Loup und einmal auch hier Rival Loves Me, die Smoky Palette. Des Weiteren werde ich benutzen, sorry, Stimme ist immer noch desolat, aber nicht mehr ganz so, von Maybelline, das hier als Basis. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen kramen. Dann werde ich von Aiko diesen Stift benutzen. Der ist so goldgrün, ein ganz feines Ding. Ich werde benutzen diesen Kohl Kajal Stift. Was haben wir denn noch? Ich werde benutzen von Rival Loves Me diesen Glitzer Eyeliner. Habe ich noch was? Nö. Auf geht's. Sieht jetzt noch ein bisschen komisch aus, weil sonst habe ich ja nichts im Gesicht. Aber um da jetzt noch mein Highlight zu setzen, kommt da jetzt noch ein bisschen silberner Glitzer drauf.
So sieht es aus und mir gefällt es sehr gut und erinnert mich auch an die 20er. Ich habe hier so einen Ton, das ist so ein Silber. Ihr seht das, der hat so ganz feine Glitzerpartikel und den setze ich mir da jetzt drauf. Ich möchte nicht zu hell werden, weil das wäre mir jetzt wahrscheinlich zu hell, dann hätte ich nicht schwarz verwenden müssen. Und den tupfe ich mir jetzt ganz vorsichtig darauf, um einen leicht metallischen Effekt zu erzielen. Weil das durfte in den 20ern ruhig mal sein. Man hat viel mit Steinchen und Glitzerglimmer und Schockfarben gearbeitet. Und insofern finde ich das schon ganz gut. Natürlich kommen da noch Wimperntusche und falsche Wimpern drauf. Ihr dürft gespannt sein. Aber wie schminke ich mein Gesicht jetzt weiter? Wir wissen, in den 20er Jahren waren die Haare oft wirklich schwarz gefärbt. Das Augen-Make-up war dramatisch, die Lippen waren rot und das Gesicht war wirklich blass. Wenn ich mir Bilder anschaue aus der Zeit, sehe ich tatsächlich eine porzellanähnliche Haut, die ganz fein strukturiert war. Natürlich bin ich für feine Struktur jetzt tatsächlich ein paar Tage zu alt. Soll mich aber nicht hindern. Es gab ja schließlich auch ältere Frauen in den 20er Jahren. Ich meine, was soll der Geiz? Ne? Man gönnt sich ja sonst nichts. Das hier, was so rauskommt, das werde ich später noch mit einem Concealer abdecken, damit die Kanten richtig schön scharf und fantastisch sind. Ich habe eine Foundation, die mir in der Tat zu hell ist. Und zwar ist das von The Ordinary die Serum Foundation. Und ich glaube, die könnte zu diesem Look fantastisch sein. Die werde ich verwenden. Dann werde ich meinen Concealer von Art Deco verwenden. Der ist auch sehr hell. Der dürfte das unterstützen. Und zum Schluss benutze ich einen Creme Rouge, den ich mir ganz vorsichtig einarbeiten werde. Denn Bronzer und Contour gab es in den 20er Jahren tatsächlich nicht. Wir dürfen gespannt sein. Tatsächlich habe ich nur ein ganz klein wenig Rouge benutzt. Bis jetzt noch gar kein Puder, aber das machen wir jetzt zusammen. Dafür habe ich diesen No Filter, weil der hat ja eine Farbkorrektur in sich. Das sind ja diese mit den verschiedenen Farben. Und ups, das war too much. Den gebe ich mir in den Deckel. Dann nehme ich meinen Puderbrush. Tippe ihn ganz mächtig und das staubt auch. Aber Puder haben in der Tat viel benutzt, um diesen Porzellanhaut-Effekt zu bekommen. Und das versuche ich jetzt mal zu imitieren. Ihr seht, da ist schon ordentlich was drauf. Klar ist Puder nicht immer ganz so leicht bei älterer Haut. Aber dennoch, wir machen das jetzt, ne? Weil es soll ja auch so ein bisschen die Falten bedecken. Ich finde, mein Ton ist sehr gleichmäßig geworden, oder? Was sagt ihr? Ich glaube, das Licht ist wieder ein bisschen schwierig, weil die Sonne gerade ins Fenster scheint. Aber wenn ich hier gucke, ich bin tatsächlich ziemlich hell, aber auch ziemlich gleichmäßig. Also gefällt mir ganz gut. Ich möchte aber jetzt ein bisschen Highlighter verwenden, obwohl ich nicht weiß, ob die damals schon Highlighter hatten. Aber ich will mir das jetzt nicht nehmen lassen, um so ein ganz klein wenig Glow zurückzubringen. Da habe ich von Revolution diese Highlighter-Palette und ich nehme den Ton. Wir werden sehen. Mhm.
bringt wieder Leben ins Gesicht. Also gar nicht so übel. Wobei man davon hinterher wirklich auch nicht mehr viel sehen wird. Das werdet ihr aber sehen, wenn ich fertig bin. Bleibt unbedingt dran, weil ich komme dann wirklich im 20er-Jahres-Style. Nicht, dass ihr denkt, ich erzähle hier Blödsinn. Ganz subtiler Glanz, also nicht so Krabombs und Haarrot und fertig. Jetzt werde ich mir die Lippen schminken und ich hoffe, das klappt jetzt auch, weil ich habe roten Lippenstift, aber ich habe keinen roten Lippenkonturenstift. Also werde ich Lippenstift mit dem Pinsel auftragen und das ist das erste Mal in meinem Leben. Und das geht jetzt wieder ratzfatz. Tatsächlich hat man damals die Lippen kleiner geschminkt, als sie in der Tat waren. Das heißt ganz im Gegenteil zu heute. Heute stehen wir auf volle Lippen, auf große Münder. Das war damals nicht so. Was viel betont wurde und mir von der Natur glücklicherweise mitgegeben wurde, ist dieses betonte Lippenherz. Das springt bei mir sogar so ein bisschen auf und ich habe es jetzt halt genau ausgemalt, worauf ich sonst verzichte, weil das schon ganz schön groß ist, das Ding. In der Zwischenzeit hinter der Kamera mache ich jetzt wirklich Wimperntusche drauf und falsche Wimpern und dann nehme ich euch nicht mit, weil das kann nur in einer Katastrophe enden, weil ich bin so schon nervös genug. Wenn dann noch die Kamera läuft, dann ist Schicht im Schacht. Ich habe es tatsächlich geschafft. Wimpern sind drauf und gar nicht mal so schlecht, finde ich. Ja, es ist nicht so ganz einfach für mich, weil das ist wirklich eine Ausnahme, dass das mal mache. Bei dir finde ich in der Tat ganz gut, weil die relativ natürlich sind. Das sind welche von Catrice. Ich kann natürlich nicht lesen, was das für welche sind, aber ich finde sie schon ganz schön, oder? So, jetzt könnt ihr das Make-up nochmal von nahem sehen. Und jetzt verwandle ich mich in etwas Schwarzhaariges. Oh, ich bin so gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Bis gleich. Perlenkette und Zigarettenspitze habe ich jetzt leider nicht gefunden. Aber so sieht das aus, wenn ich schwarz bin. Haare sind ein bisschen durcheinander. Naja. Das ist jetzt auch nicht die teuerste Perücke, aber ich finde für Karneval oder so. Ich hoffe, ich finde jetzt die richtige Musik dafür. Bisschen Faxen machen, ne? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Tschüss.